One takes two. Beyond two souls. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon, zu einem neuen Let's Play auf Zwergenfürst LP. Wir spielen Beyond Two Souls. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das mal gekauft habe und das endlich spielen kann. Es stand seit Jahren auf meiner Wunschliste ganz oben auf Steam. Es ist ein Schandfleck auf meiner Wunschliste, dass ich das noch nicht gekauft und nicht gespielt habe. Es ist einfach, ja, ich habe lange gewartet. Ihr habt lange gewartet. Es wurde sich sogar mehrfach gewünscht. Ich habe es immer weiter hinausgezogen. Ich würde mal sagen, endlich ist es jetzt soweit. Wir spielen ein neues Spiel. Wir spielen Beyond Two Souls. Dieses fantastische Abenteuer. Das ist wirklich. Ich kann es kaum erwarten. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Also, auf geht's. Ja, ich habe schon mal, um Einstellungen zu machen und so weiter, schon mal ein bisschen, ja, wir starten ein neues Spiel. Auf geht's. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn sie mir nicht helfen, kann ich nichts für sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie?
Jodie, was hast du getan? Das Experiment gebrochen, Pollock. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Ah, jetzt können wir spielen. Wir steuern mit der Maus. Zum Aufstehen. So machen. Wir bewegen uns mit WASD. Ja, alles klar. So, Puppe aufheben. Okay, das müssen wir noch ein bisschen üben. Die Steuerung muss noch geübt werden. Kann ich? Ah, okay. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ich will jetzt. Will jetzt spielen. Ich will Klamotten hier. Dieses Klein spielen. Das ist was hinterm Bett. Ich kann es nicht sehen. Ja. Bald habe ich die Steuerung auch drauf. Da geht's nicht lang, Jodie. Ich guck mich hier nur um. Hier gibt es nichts. Können wir uns wieder ins Bett legen? Ja, du bist müde, Jodie, aber wir müssen wirklich gehen. Will ich aber nicht. Im Schrank ist nichts. Hier haben wir hier noch was. Küche spielen. Da läuft was im Fernsehen. Eins gedrückt halten. Hier läuft eine Serie. Ich will die Serie gucken. Darf ich jetzt nicht mehr? Sieht spannend aus. Los jetzt, Jodie! Ich hab's verkackt. Kann ich mal weiter gucken. Sieht spannend aus. Und zaubert irgendwas. Oha. Erstmal alles andere machen.
Können wir nicht noch verkleinern spielen? Und was anderes machen? Hinsetzen und malen? Den Buntstift auf dem Tisch? Mit dem Puppenhaus spielen? Ach, na gut. Komm mit. Okay, Nathan wartet auf uns. Mhm. Oha. Kameras. Der Bereich wird überwacht. Komm schon, Jody. Lass mich durch. Pizzaschachteln. Ich glaube, es ist oft Pizza. Die Kleine will sich nur umgucken. Nur ein bisschen Spaß haben. Aber zusammen mit dem Fuß auf Stampf. Na gut, gehen wir. Ah, verdammt! Ich hab nicht. Hi Cole! So ein Mist. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fertig. Ja, und er ist fast fertig. Besser spät als nie, was? Unmöglich. Denke auch mal. Ich warte auf dich, Kleine. Ich komme ja schon. Nerv mich rum. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Am Wochenende soll es regnen. Dieses Jahr regnet es viel. Kann man wohl sagen. Das war nie wirklich. Wir sind da. Nein, weiß nicht. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Komm schon, los jetzt, Jody. Ich flippe hier lang. Nö. Los jetzt, Jody. Na gut. Gehen wir mal hier lang. Wie ist irgendwo. Ihr Ding Dienst heute, hä, Cole? Ich warte auf dich, Kleine. Yeah. Wenn es denn sein muss. Ich warte auf dich, Kleine. Hey, ich bin doch nicht schon hier. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Erstmal alles andere machen. Wieder raus können wir nicht. Schrank öffnen können wir auch nicht. Na, ich befürchte, wir müssen hier Platz nehmen. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Hoho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Zwing-Experiment mit uns gemacht. Hey Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Das wird wirklich. Okay, dann geht's los. Erste Karte.
Aha. Spiel mir den Geist hier. Ich kenne es natürlich schon, ich weiß schon, bei 45 Schlägen pro Minute. Und ein Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Spielen wir ein bisschen, genau. Weiter mit dem Experiment. Wir will ja nur spielen. Hier erstmal rum. Hey, Greg! Alles klar? Ja. Ja. Ich bin okay. Hey, spielt mal ein bisschen. Siehst du die Karte, Jody? Ich will noch was anstellen. Tja. Stern. Und welche Taste hast du mit 1? Nächste Karte. Den Krieg drüber. Quadrat. Gibt's nichts mehr zu tun. Schade. Nächste Karte. Langsam langweilig. Na eben, wir spielen. Ein paar Wellen. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Da werden die spielen. Yay. Bauklötzchen. Können wir was anderes umwerfen?
Nee, können wir nicht. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Triple Flip. Genau. Yay. Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Aber ich will noch spielen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie glänzt sich ja nur. Einen Moment, ja? Lass ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Sie ist zu! Er hört einfach nicht auf mich! Ganz unartig. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Ganz böse. Stimmt was nicht. Sie ist in Gefahr. Ihr müsst sie da rausholen! Rebellengeist. Sie in Gefahr, ach Blödsinn. Spiel doch nur. Der weiß nicht. Ich will nur spielen. Du bist das mit Poltergeistern. Terrorgeist. Oha. Los, brich sie auf! Ich will nicht, dass sie leidet. Nee, nein, nein, komm, dann komm. Aber das müssen wir noch. Sorry. Böser. Böser Geist. Das wollte ich nicht. Jody. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Ich wollte nur spielen. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Irgendwie schafft jemand anders. Okay. Nicht gespielter Weg, Chaos angerichtet. Wird Linien in Ruhe lassen gelassen. So, ich habe das ist meine 34% haben Chaos angerichtet, 75% wird Linien in Ruhe gelassen. Ja, das ist ja, komm. Die Frau angreifen, das war das so weit. Ein bisschen Chaos machen, ein bisschen Rebellenleben. Ein bisschen spielen. Ich tue doch keinem was. Randale, ja, Randale, yippie. Aber jemandem wehtun. Nicht doch. Die Botschaft. Ich fühle mich, als ob alle hier starren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln.
Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Der und er würde mich am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Kann ich mir diese Musik abstellen? Immer derselbe Ton. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ist das nervig. Ich will doch mal was anderes spielen. Das ist fantastisch. Ja, schon besser. Ein bisschen weniger Töne. Ein paar andere Töne. Ist alles okay? Ja. Nein, doch nicht. Ich bin echt nervös. Folge dem Plan. Der Rest läuft dann schon. Such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch. Was für ein Plan? Klar. Jetzt haben wir hier Female Toilet. Male Toilet. Außer sie auf die Männertoilette gehen. Check. Sorry, bin gestresst und. Ja. Chaotisch. Kuntu atasawaguf in London, nihair aluspu al-Mahdi. Lagat ishtara Mohammed, taira jadida. Inaha muriha jiddan. Taira sabika. كانت بطيئة. نعم، التصوير ممتع جدا في لندن. لقد كنت هناك في الشهر الماضي واشتريت كل شيء من المتاجر الكبيرة. وفي النهاية لم يكن هناك مكان كافي إلا مؤنية طائرة. Verstehe kein Wort. Ja, die Störung muss ich noch kapieren. Das dauert noch ein bisschen, bis die drauf habe. Oha. Ein goldener Porzellanton.